Hi, hast du auch manchmal das Problem, dass auf deiner Ultra-Bass-Glasplatte oder Ultra-Bass-ähnlichen Glasplatte nichts mehr haftet? Dann zeige ich dir heute eine mögliche Lösung. Schau mal rein. Was ich dir heute zeige, ist sicherlich nicht der heilige Gral. Und wie immer gibt es viele Möglichkeiten, ein Problem anzugehen. Ich zeige dir jedoch einfach mal meine Lösung, wie es bei mir sehr gut funktioniert. Und wir werden darüber sprechen, wie man die Ultra Bass oder eben eine ähnliche Glasplatte wieder fit kriegt. Ultra Bass und ähnliche Glasplatten sind ganz gerne verbaut, zum Beispiel bei Anycubic oder bei Artilleriedruckern. Dort ist überall diese Glasplatte mit diesen Noppen drauf und die haften am Anfang ja wirklich hervorragend. Also die Dinger, die kleben ja regelrecht. Und gerade bei den Artilleriedruckern ist es so, vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, wenn man die ersten paar Mal drüber wischt und da ist da so eine gelbliche Schicht drauf und die solltet ihr versuchen, so lang wie möglich zu erhalten, denn warum auch immer und was diese Schicht auch immer tut, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn sie erstmal runter ist, wird die Haftung deutlich schlechter. Und dann kommen wir nämlich zu diesem Video, denn jetzt solltet ihr etwas tun, um die Haftung wieder hinkriegen zu können. Ebenfalls klar ist, das Bett muss richtig gelevelt sein, die Temperatur muss stimmen, die Filamenttemperatur muss stimmen. Wenn diese Parameter okay sind und auch der Fluss in Ordnung ist für die erste Schicht, dann wird dieses Video jetzt für dich interessant. Wenn die ersten genannten oder wenn diese Parameter, die ich bereits genannt habe, nicht in Ordnung sind, dann kann auch das beste Bettreinigungssystem nicht helfen, denn ohne die richtigen Abstände und Materialflüsse und Temperaturen wird niemals etwas haften. Wenn es bei euch auf dem Drucker auch so aussieht und nichts mehr darauf haften möchte, ja, dann wird es Zeit, das Ding dringend zu reinigen. Ich nutze hierzu ein Stück Küchenrolle. Mit Wasser angefeuchtet und etwas Spülmittel ohne Hautpflegezusatz, ganz wichtig, nichts Rückfettendes. Mit einer Hand geht es jetzt ein bisschen schwierig, ein bisschen verteilen halt auf dem Kleenex und dann ja, den Drucker richtig schön einschäumen. Wenn man ein Glasbett hat, das man runternehmen kann, dann kann man das natürlich auch super toll abspülen, da geht es noch einfacher. Und auch noch viel besser, danach reibe ich den Drucker mit der feuchten Seite ohne Spülmittel sauber ab, sodass möglichst keine Rückstände mehr auf dem Druckbett vorhanden sind. Und der erste Schritt wäre somit erledigt. Nun nehme ich ein weiteres Stück Küchenrolle, reibe das Druckbett trocken. Und zwar wirklich so lange, bis es auch nicht nur sichtbar, sondern auch gefühlt trocken ist. Man merkt das beim Drüberreiben, wenn dann wirklich die Haftung auch ein bisschen zunimmt und es schwerer wird, ja, das Tuch über die Druckfläche zu bewegen, ne? Wenn also mehr Widerstand herrscht. Dann kommt das nächste Stück Küchenrolle. Dieses Mal beträufle ich das mit Isopropanol, verdünnt auf etwa 70%. Und reibe damit wieder sorgfältig die Druckfläche, die Druckoberfläche ab. Ihr seht schon, ich habe da ja, recht viel genutzt von dem Isopropanol und man kann es jetzt auch schon erkennen, ne? Also die Haftung nimmt schon zu beim Reiben, das heißt die Schrittmotoren sind natürlich momentan, also Stepper sind off, aber trotzdem beim Bewegen sieht man schon, wie ich mit dem Tuch das Druckbett mitnehme, sodass ich es jetzt sogar festhalten muss und reibe also weiter über das Bett drüber und merke schon beim Reiben, dass die Haftung immer stärker und immer stärker zunimmt, also die Reibung auch viel größer wird beim darüber streichen.
ja, beim Reiben entstehen auch immer mal ein paar Fussel, die dann liegen bleiben. Die streiche ich dann nochmal sauber runter, sodass also auch das Bett wirklich zum Schluss dann noch fusselfrei ist. Ja, und dann ist es fertig und wir können einen Testdruck starten. Ich habe hierzu ein File mir von Thingiverse runtergeladen. Und dann werden wir jetzt erstmal die Primelinie hier drucken. Ja, und dann folgt ein Quadrat nach dem anderen. Und wir lassen das jetzt mal ein bisschen schneller durchlaufen und schauen zum Schluss uns das Ergebnis an. So, der Drucker ist fertig und jetzt schauen wir mal, wie gut es gehaftet hat. Ich streiche jetzt einfach mal so mit dem Fingernagel in alle Richtungen drüber und versuche mal so ein bisschen mit dem Fingernagel dran leicht zu kratzen und ihr seht schon, das haftet super, da löst sich jetzt gerade gar nichts mehr. Und ihr seht schon mit der Spachtel, wie das festhängt an den anderen, ja, noch nicht gelösten Teilen. Das passt. Also so kriegt man sein Druckbett auf jeden Fall wieder fit. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Du konntest was damit anfangen und deine Ultrabase-Glasplatte funktioniert jetzt wie früher. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Like da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Drucken. Ciao.